Gut. Ich suche eigentlich irgendeine Station, wo ich meine Rüstung machen kann. Beispielsweise reparieren kann. Das wäre toll. Ich glaube, das werde ich nicht so schnell finden. Oh, oder vielleicht doch. So, da bin ich wieder. Oh, B, B, B. Danke. Sehr schön. Du kannst übrigens deine Rüstungsteile auch verbessern, wie eine Waffe. Auch nicht schlecht. Also ich habe jetzt zum Beispiel, das war wahrscheinlich gerade ein Fehler, aber da wo ich jetzt gerade bin, da ist eine Rüstungsstation. Und da kannst du dann auch, wie beim Waffenterminal, dann quasi auf Modifizieren und Verbessern gehen. Okay, dann probieren wir das mal aus. Ich habe noch ein Rezept gefunden. Okay. Warten. Hier, wo ich gerade bin. Ja, ich weiß, ich habe jetzt irgendwas. Oh, ist nur kaputt. Spiel? Bin ich rausgeflogen? Siehst du mich noch? Jetzt bist du raus. Du bist gerade eben verschwunden, vor der Nase quasi. Ja, super. Ja. Ist das Spiel rausgegangen oder? Ja. Okay. Ich habe diese Notiz gelesen. Dann aus. Und dann hat er mich gekickt quasi. Nicht so schön. Dann hoffe ich Du mal, dass du bist gleich wieder da bist. einem Team beigetreten. Das hat er automatisch erkannt. Das ist gut. Das bedeutet, das funktioniert ja schon mal. Ja. Also als ich das Spiel gestartet habe, hat er gleich gesagt, im Team spielen. Und bevor ich überhaupt gedrückt habe, hat er schon gesagt, dass ich einem Team beigetreten bin. Okay. Aber das ist ja gar nicht so verkehrt geprogrammiert, dass man, sobald man sich einmal einem Team verbunden hat, jedes Mal beim Neuspielen immer in diesem Team auch tatsächlich durch die Gegend läuft. Ja. Das ist sehr gut sogar. Ja, finde ich auch. Oder haben Wenn es sie denn jetzt so klappt. Ja, wenn du denn nachjoinen kannst, das weiß ich jetzt ja nicht. Aber ich gehe mal davon aus. Schauen wir mal. Lädt er jetzt also? Ja, wird geladen, genau. Okay. Hör auf, an deinem Arm rumzuspielen. Das juckte gerade. Ich wollte gucken, was das ist, weil das fühlte sich an, als ob ich gebissen wurde. Ah, Gerade. ich sehe dich. Ich bin automatisch dir gejoint, Ja, tatsächlich. und du bist auch nicht gar nicht so weit weg. Nö. Hallo. 100. Hallo. 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 Und Hydrant. Irgendwas wollte ich doch machen. Was hattest du noch gesagt? Soll ich mal meine Sachen An die abziehen? Genau. Rüstungsstation, also hier. Ja.
Modifizieren, reparieren. Ach, reparieren ist vielleicht auch mal gar nicht so. Ja, ich habe meine ganze Sache jetzt auch erstmal repariert, damit die wieder vollen Schutz haben. Ja. Standard gekocht. Ja, okay. Was bedeutet gekocht? Ist das Leder automatisch besser? Du bist stärker. Hast du statt einen Schutz fünf Schutz. Wir kriegen gleich wieder kostenlos Zeug. Das ist gut. Weil die töten gerade die Aufseher. Nachschlag, Quest abgeschlossen. Quest. Wo hat wer was getötet? Die sind gerade beim dritten Aufseher bei. Und ich habe die Hauptquest hier von, oder das Training hier abgeschlossen. Ich weiß nicht, ob du das auch noch machen musst. Du betrittst ein Eventgebiet. Musst du hier noch an dieses Terminal? Quest begonnen. Finde den nächsten. Also du zeigt auch nur töte noch. Töte den Aufseher steht jetzt hier noch an. Ja, das ist das Event, was gerade stattfindet. Ach so. Da kümmern wir uns jetzt mal nicht drum. Finde den nächsten Tagebucheintrag in Sutong. Genau, den muss ich auch noch machen. Hol dir Wassertestkit von Kescher. Das habe ich nicht. Das ist Kescher liegt ja noch am Fluss. Okay. Das musst du dann noch machen, damit du EP kriegst. Das Kescher oder Kescher lag ja hier irgendwie hier vorne, glaube ich, ne? Mhm. Ja. Muss ich wieder die Wasserproben nehmen? Das haben wir doch schon gemacht. Ja, kann ja sein, dass er das bei dir nicht gespeichert hat oder so. Na, EP ist EP. Ja, klar, du kriegst ja auch nochmal, also why not? Ja, ich, also noch krieg ich keine. Kann auch sein, dass ich für abgeschlossene Quests nichts mehr kriege. Oh, ich verdurste fast, sehe ich gerade. Jetzt muss ich wieder zum Labor. Oh. In der Kirche. In der Kirche. Kirche? Ja, in der Kirche.
Ich kann die Vorräte nochmal einsammeln. Ich muss das jetzt auch nochmal. Nutze das Holz als Brennstoff, um das schmutzige Wasser abzukochen. Hä? Ja. Wo denn? Kochstation war. War das nicht hier drinne sogar? Ja. Der schießt doch nicht. Der liegt beim Selbstbedienungskiosk. Wo ist der denn jetzt? Da stehst du direkt vor. Achso, Mist. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Quest abgeschlossen. Sehr gut. Aber die hatte ich, glaube ich, schon. Gegenstandsbelohnung. Oha. Oha. Setze deinen Responder Freiwilligentraining fort, ja. Was musst du jetzt machen? Finde den nächsten Tagebucheintrag, hatte ich ja schon. Bei dir steht jetzt, untersuche den Flughafen und dann steht da noch, suche nach Delbert Winters in seinem Zuhause. Delbert Winters war da hinten irgendwo, ne? Ja. Das finde ich jetzt aber gerade ein bisschen doof irgendwie. Dass du diesen nochmal machen musst. Ja. Ja, dann hat er das. Ja, gut, es ist Beta. Kann ja sein, dass das nicht gespeichert hat oder warum auch immer. Ich gehe noch mal eben kurz zu den Vorräten. Ja. Warum auch immer ich die noch mal einsammeln kann. Ich kann die abgeworfenen Vorräte nicht nochmal einsammeln. Das sind andere abgeworfene Vorräte. Nimm über die Datenbank mit dem Responder Kontakt auf. Ah.
Nachschlagquest abgeschlossen. Bauplan fürs Jagdgewehr. Super. Also bei Bauplänen solltest du öfter nochmal reingucken. Ich habe da auch eben Dutzende plötzlich aktivieren, die ich aktivieren konnte. Okay. Dann machen wir das doch mal. Wo waren die Stadt? Ja. Die sind bei... ich glaube bei Diverses oder bei Notizen. Bei Notizen waren die. Gesundheit. Danke. Glaube ich. Ach, die muss ich ja alle freischalten. Ach du Schande. Einfach nur raufklicken. Ja, ja. Hab ich jetzt auch. Okay. Gelernt. Ja, gelernt. Ist gelernt. So, wir müssen... Ja, so ungefähr war es jetzt gerade. Ich muss hier nochmal eben... Rezept. Wow. Jetzt habe ich ja mal einiges gerade gelernt. Laborwerkbank. Irgendwie müssen wir die Zielparameter von Dings noch ändern, von dem Event. Wieso das leuchten die da hinten auch gelb? Sind die auch bei uns im Team? Nee, aber den habe ich vorhin oder gerade eben geholfen. Ich glaube, dann werden die ein bisschen länger angezeigt. Ach so. Heilsalbe, Sonnengebrannte. So. Ja. Das ist wieder gut, da kann man wieder was trinken. Eine Ladesekret. Oh, hast du etwa schon wieder Spaß? Ja, aber unbeabsichtigt. Unbeabsichtigt allein. Mhm. Ihnen einen Stimpack abgegeben. Bin ich nett oder bin ich nett? Was, mir? Ne, dem Typ, den Spieler, der hier vor mir lag und um Hilfe. Okay. Den konnte ich heilen. Das ist ja cool. Grundsätzlich. Weil der auch so gelb leuchtet, als ob der so in meinem Team ist, so, weißt du? Wo bist du denn überhaupt? Ich bin in dem blauen Haus wieder drin, weil ich... Ja, ich ja auch. Da habe ich den ja geheilt, aber wo du jetzt hier genau bist. Ich bin jetzt wieder unten, hinter dir. Weil die zeigen mir jetzt immer die anderen Spieler alle an. Und du dich nach wir sollen irgendwie nach unten? Ich weiß es gerade nicht, wie... Ah, hier. Okay, alles klar. Ich ändere die Zielparameter. Hast du denn da schon wieder hingekommen? Bist du da hingekommen? Nach unten gelaufen einfach, im Keller. So. Einfach, sagt er. Ach, hier. Schwereloser Lederrüstung, linker Arm.
Ich glaube, jetzt bin ich überladen. Tatsächlich. Gab's denn da irgendwas zu looten? Nicht viel. Heilsalbe. Okay. Da ist eine Kiste. Oh, jetzt bin ich auch überladen. So, ich gehe wieder raus. Ja. Jetzt bin ich ein kurz vor überladen. Ich habe noch einen Tragepunkt. Bist du ganz raus, ja. Ich bin jetzt vor der Tür. So, und wir müssen jetzt noch zu die abgeworfenen Vorräte einsammeln. Ja. Die sind... In welche Richtung? Ja, hinten. Sammel die abgeworfenen Vorräte ein, aber ja, das zeigt er bei mir gar nicht mehr an. Okay. Glaube ich jedenfalls, ich bin noch im Ladebildschirm. Na da. Ich habe die Rauchwolke nicht gesehen die ganze Zeit. Nee, also ich brauche die nicht mehr machen. Okay. Hast du denn die anderen eingesammelt? Ja. War ja irgendwie nur eine, glaube ich. Nee, es sind zwei. Ach, unsichtbar ist der. Natürlich. Was sonst? Wer? Ich habe hier einen unsichtbaren Ghoul vor mir. Toll. Der Gegner wird mir nicht angezeigt. Hilf mir. Vielleicht siehst du ihn. Ich muss hier irgendwas. Du hast Stufe 5 erreicht. Halt, komm, geh mal eben raus, ich bin sonst. Okay, dann raus war noch Abschluss, ich bin Stufe 6. Du siehst ihn? Ja, zwei zumindest. Ja, ich nicht. Hallo? Hinten, sie. Ah, hilfe. Das sind mehrere, also war einmal das Teil und dann sind auch noch Botter. Ja, die Botter, die habe ich, sehe ich auch, aber diese Ghule, die habe ich nicht gesehen. Die waren bei mir unsichtbar. Alter, was zum Geier war das? Die sind leer. Gut, dann gehe ich jetzt zu den anderen Vorräten. Kommst du mit? Ich muss mal eben irgendwas hier wegschmeißen. Okay. Ich habe auch eine neue Stufe. Ich muss ja auch skillen. Moment. Oh Gott. Ja, das habe ich hast, auch noch. Du hast Stufe 5 erreicht. Kampf gegen andere Spieler ist aktiviert. Ja, genau. Aber der Zusammenjägerschaft wird ignoriert. Fremde, Team zusammenarbeiten, tauschen und angreifen. Darwin hatte recht. Keine Schadensreduktion. Alles klar. Ja, ich möchte das Paket bitte öffnen.
Willkommen im Jagdverein. Hier lernt man schießen und trifft neue Freunde. Responder Sanitäteranzug bekommen? Wann habe ich den denn bekommen? Ja, durch Abschließen von dieser Quest. Ich habe so eine komische Kappe. Wo bist du denn noch da unten? Ah, ich kann Schloss knacken. So, ich muss mein Level ja noch aufdingsen. Ach, die kann man alle dann aktivieren, okay. Einbrecher, ja. Kann man mehrere drüber machen. Ja, ich sehe das, hab das auch gerade mitgehört, dass man mehrere drüber machen kann. Ja, super, aber nicht mehr als zwei. Ich habe aber jetzt schon drei auf einer Seite. Nee, ich wollte jetzt aber auf Charisma noch eine dritte Karte drauflegen und das wollte er nicht. Okay. Weiß gar nicht warum. Du erhältst 6 Schaden zur Energieresistenz, maximal 18 für jedes Teammitglied außer dir. In deinem Team erhältst du. So, nehmen wir doch mal. Hier war definitiv gerade irgendwas verbuggt. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Nicht weit weg. Da hinten, ja, schon gefunden. Vorsicht, da ist glaube ich noch ein Verbrannter irgendwo. Ja, ein paar sogar. Oh, da sind einige. Wir spawnen doch relativ schnell hier. Ein Stück zur Seite, weil ich muss hier Zeug loswerden. Das will ich hemmungslos überladen. So, pass auf. Guck mal, willst du eine 10mm Pistole, falls du nicht eine hast? Geht nicht, stehst drauf. Ja. Eine Brandaxt. Ich hab so viel Mist schon wieder, ey. Ich auch. Kurzläufige 44er Pistole. Level 5 Item. So, ich denke mal, ich muss mal eben zur Waffenbank.
Ja, zur Waffenbank könnte ich auch noch mal wieder. Bist du schon hingelaufen? Ja. Ich bin noch auf dem Weg dahin, aber. Er zeigt mir dich schon nicht mehr an. Also ich bin Richtung Stadt. Du musst dich mal heilen. Ja, ich wollte noch. Aber es spricht, ich glaube, das ein oder andere dafür, dass man, wenn das Spiel rausgekommen ist, nicht unbedingt wieder alles neu leveln muss, weil man ja einen festen Benutzer hat. Ja, stimmt. Kann sein, dass er das speichert. Ja, hoffentlich. Sei denn, sie bringen jetzt nochmal irgendeinen bahnbrechenden Patch raus und müssen alles wieder löschen oder so, weil es irgendwelche Probleme gibt. Möglich. So als Ausrede. Ich habe eine Mistgabel. Die habe ich gerade verarbeitet. Ja, ich auch. So, ich will... 5 Wurfmesser. So. Ach du Scheiße, man kriegt durch das Essen und das alles kriegt man auch noch Bonuswerte für begrenzte Zeit. Okay. Ich habe jetzt zum Beispiel, also ich habe einen Red Away genommen, verdünnt. Das beschert mir jetzt eine Krankheitsresistenz von -50% über 1 Stunde 58 Minuten. Dann habe ich einen Al Pacini gegessen. Das beschert mir für Gesundheit. Das beschert mir für 16 Minuten +2 Glück. Eichhörnchen am Stiel ist 3-mal mehr Bewegung. Gegrillte Radkakerlake ist 4 Minuten noch eine Ausdauer mehr. Durch das Ribeye-Steak kann ich 20 mehr tragen. Also es verleiht mir anscheinend ein bisschen mehr Stärke. Ach Gott, ach du Scheiße. Also muss man darauf auch noch achten. Wie kann ich denn meine Strahlung wieder abbauen? Durch das, entweder das Red Away verdünnt oder das Red Away normal. Mit R? Red Away da. Ah. Zack, alles weg.
Hast du das Große genommen? Ja, scheint so, aber ich hatte ja auch mal wieder sehr viel Heilsalbe, her damit, sehr gut. So, muss ich noch was essen, trinken, wenn ich verkehrt aufbereitetes Wasser. Jawohl. Fleisch. Knuspriges Eichhörnchenbissen. Essen 12%. Na dann. Gut. Dann können wir ja mal richtig. I think that was it. Genau. Mein Camp. Finde das nächsten Tagebucheintrag, eine letzte Abreise, untersuche Escape. Finde den nächsten Tagebucheintrag dann, ne? Ja, der ist am dichtesten, ja, würde ich auch sagen. Ja. Müssen wir also in diese Richtung? Ja, in diese Richtung. Ist das der Punkt oder ist das das Viereck? Ja, also wir müssen das Viereck. Nee, der Punkt bist du, glaube ich, ne? Ja. Wir müssen in diese Richtung. Okay. Gehen wir einfach mal da lang. Oben wieder über die Brücke, wie wir gekommen sind? Im Prinzip schon. Meine Ausdauer ist auch ziemlich bescheiden. Nachdem die Nachricht überbracht wurde, kann ich anhalten und auf meine nächste Aufgabe warten. Mr. Messenger. Oh, hallo. Ich hätte ja gerne meine 10mm Pistole noch aufgerüstet, aber leider kann ich damit noch nicht viel machen. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Ausdauer. Das hätte ich auch gerne. Da ist ein Huhn. Da war ein Huhn erschossen. Maulwurstratte. Und eine Maulwurstratte habe ich jetzt auch erschossen. Oh, was ist das? Auch eine Maulwurstratte. Rütteln sich einfach so hier nach draußen. Fortbewegungsmittel wäre jetzt mal nicht verkehrt. Na, wir können ja schnell Reisen machen, aber leider nicht. Zu Orten, wo wir schon waren, quasi. Und da müssen wir auch dann dementsprechend das Ding dahin gebaut haben. Unsere Basis. Dann können wir da auch schnell hinreisen. Okay. Mr. Farmhand greift uns nicht an. Auch jetzt noch nicht. Sind die Waffen, die vom Level her höher sind, automatisch auch besser? Ich glaube ja. Müsste ja so sein. Also wäre ja logisch. Also meine Ausdauer ist. Ja, ist Katastrophe. Die Frage ist, kommen wir hier hoch? Sieht nicht so aus, schade. Umdrehen. Komm, bergab muss die Ausdauer doch besser sein. Leroy Jenkins. Bist du schon mal bergab gelaufen? Da bist du aber aus der Puste, wo du unten angekommen bist. Oder auf die Nase gefallen. Oder das. Kann ich hochspringen wenigstens. Ja, hochbacken geht. Gut. Hier ist ein Wanderweg, siehste. Kommst du hoch? Ja. Der Sigi. Dabei kenne ich gar keinen, der Sigi heißt. Was ist hier? Gibt's hier was Tolles? Nee. Geht wieder runter. Nein, da muss hier. Wir müssen über den Berg rüber. Irgendwo muss es hier noch lang gehen. Kann man hier hoch?
geht tatsächlich wieder runter. Oder oben ist ein Haus. Oder hat jemand schon eine Plattform gebaut? Ja, ich glaube, da hat jemand schon gebaut. Okay. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich komme hoch. Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bagge mich langsam nach oben. Nee, hier ist ein Haus. Also ein richtiges Haus oder jetzt? Ja, ein richtiges Haus. Okay. Dann muss es ja mehrere sogar. Okay, dann muss es ja auch irgendwo einen Weg dahin geben eigentlich. Stimmt. Außer die Entwickler haben gesagt. Ja, der Weg ist rechts hier quasi. Also, außer, ich wollte gerade sagen, außer die Entwickler haben gesagt, oh, wir bauen aber ein paar Häuser auf dem Berg. Das sind so Beobachtungsplattformen oder was sind das? Ja, sowas in der Art. Ganz witzig gemacht. Gibt's hier was zu holen? Ja, bestimmt. Kann man da durchgucken? Nein, schade. Patronen. Ach, das ist so ein Aussichtspunkt, ist das. Ja. Und hier kann man sich auch auf den Tisch packen zum Pennen. Was bringt Schlafen eigentlich? Man sieht es jetzt öfters, kann man sich da irgendwie wieder heilen oder so? Ich habe eine Hauskatze. Warte, Entschuldigung. Jetzt habe ich mal auf die Katze geschossen, hilft nichts. Ich glaube, dann regenerierst du dich komplett. Außer das Verstrahlte, das geht oh, nicht. Oh, das ist mies hier. Guck mal, das ist so ein... Ach, das ist hier so ein Klettergarten. Ja, irgendwie sowas in der Art. Wenn man klettern könnte, wäre es nicht verkehrt, aber kann man nicht. Das ist nur dargestellt. Das ist so ein, wie heißt das? Barfußgarten quasi. Ja, Barfußgarten. Ja, heißt doch so. Ich weiß gar nicht, wie es sonst heißt. Es regnet. Hier ist ein Versteinerter. Das ist ein Jumble Run hier grundsätzlich. Ja, und ein Jump und Spring, Fall runter. Ja, hätte sie jetzt mal nichts gesagt. Ja, aber man hat ja keinen Vorteil davon nachher, also. Ja, außer den Loot. Ja nicht. Außer den Loot, der irgendwo noch auf dem Weg ist. Also ich hab vermeintlich so irgendwo ist. Vermeintlich, ja, das weiß man ja. Muss man das schaffen. Ja, eben. Ich vermute mal, da ist nichts. Aber wir können es ja gerne mal versuchen. Wir sind ein bisschen beschäftigt. Ich teste das jetzt. Das ist gut für deinen YouTube-Kanal. Oh, guck mal, hier ist dein Erste-Hilfe-Kasten. Hast du den gesehen? Ja. Okay. Oh. Was denn? Ich bin nach der ersten Plattform schon wieder runtergefallen. Ach, ich bin jetzt von der letzten. Und habe mir das Bein gebrochen. Ach, Quatsch. Nein, aber... Ernsthaft? Nein. Das konnte, ich weiß gar nicht, kann man das hier auch? Nein, aber nein. Man konnte. Doch, das gibt tatsächlich noch. Also, es gibt tatsächlich. Das haben sie von Fallout 4 auch übernommen. Wenn du mal hart fällst oder so, kann es sein, dass du dir das Bein brichst und blutest. Und dann musst du mit einem Simpack nur dieses Bein behandeln, statt deinen ganzen Körper. Okay. Das gibt's auch. Das erste Hilfe, was man einsammelt, braucht man auch beim Runterfallen wieder, wolltest du damit sagen. Ja, genau. Hey, hier hast du super tolles erste Hilfe-Loot. Aber weil du Idiot vorher schon runtergefallen bist, darfst du das auch gleich wieder benutzen. Nein! Oh Mann, schon wieder bei der letzten. Also ja, man wird genau so. Also man wird eigentlich in dem Garten, man wird hier eigentlich gemobbt. Oh, ich fall immer, ey, bei der. Meine Ausdauer ist natürlich auch gerade total am Abkacken. Berg. Am Abkacken. Abkacken. Am Abkacken. Dumm-di-dumm-di-dumm-di-dumm. Ey, was hast du gemacht? Also ich bin so ein Parcours, so ein Belger Barfuß-Parcours langgelaufen. Belger Barfuß-Parcours. Bin immer
kurz vor Ende runtergefallen. Oh, oh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich hasse sowas. Ich hasse es wirklich. Na, oh. Komm, du schaffst okay, es. Okay, vergiss es. Wo geht denn das lang? Ja, aber das geht, das wartet geht. Die ultimative Waffe auf der anderen das Seite. Das geht darüber, dann muss man noch über die Hilfe. Über die Stäbe rüber und dann ist da noch ein Erste-Hilfe-Kasten zum Schluss. Und dann kommt man über diese Stangen. Und dann muss man wahrscheinlich hier an der Seite da die Plattform hochspringen oder so. Das ist auch ein Seil eigentlich, ne? Oder täuscht das? Ja, mir? Das ist ein Kletterseil, aber das ist halt nur. Also ich bin der Meinung, man kommt von hier gar nicht weiter. Ja, würde ich jetzt auch sagen, dass man von da nicht weiterkommt. Oder man endet so wie der Kleine hier unten. Mit dem Gesicht im Boden. Ja. Ja. Also grundsätzlich. Aber man weiß es ja nicht. Wenn da oben schon eine Lampe ist, kann da ja theoretisch auch was sein. Gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, darauf zu gucken? Hm. Außer von der letzten Plattform. Nee. Wir lassen es jetzt einfach. Ja, wir lassen es jetzt, ja, genau. Ich sehe uns schon, dass wir hier in der Beta versuchen, Sachen. Ruf da oben raufzukommen und nachher ist wieder alles gelöscht. Genau, Sachen zu machen, die gar nicht möglich sind. Oder einmal das, aber wir brauchen jetzt relativ lange, erkunden gar nicht den Rest der Karte und nachher ist eh alles wieder weg. Ja, obwohl ich will kann man im Hauptspiel mal probieren. Ich will ja jetzt auch gar nicht alles erkunden. Warum nicht? Na, weil es Beta ist. Ich will ja noch irgendwelche Überraschungen haben nachher. Naja, ob du jetzt nur die Überraschung hast oder nachher, ist doch. Ich freue mich, freu mich doch mal so über Überraschungen. Also laufen wir jetzt im Kreis die ganze Zeit. Wir können natürlich auch mal eine geile Basis bauen. Wieso Kreis? Ne, wir laufen jetzt hier zum nächsten Punkt. Okay. Zu der Aufseherinsgedöns da. Hier in Sutton. Guck mal, hier schon das Schild von Sutton. Sutton Death. Da, so wie das hier aussieht, ja. Gab's hier noch was bei dem LKW zu holen? Ich sehe schon wieder. Guckst du jetzt gerade irgendwas an oder guck ich was an? Da hinten ist er, okay. Hä? Der verbrannte Wanderer läuft da hinten rum. Und ich habe die ganze Zeit, wurde mir angezeigt, dass der verbrannte Wanderer mich anvisiert hat, oder? Oh, gar keine Ratte. Siehst du, jetzt werden die Viecher schon ein bisschen stärker hier. Ist alles Level 3, 4 und so weiter. Kanister. Entsperren. Dein Skill 1. Ah, jetzt brauchen wir wieder die Haarklamme. Ich kann hier eine große Werkzeugkiste entsperren, aber ich habe keine Haarklamme. Ich hab Haarklammer. Toll. Kriegst du den ultimativen Drop? Glaube ich eher weniger. Wo hast du denn die Haarklammer her? Vorhin gefunden. 3 Stück habe ich. Die Kiste ist übrigens auch. Oh. Und? Was ist da drin? Kronkorken. Alter Falter. Hier lief eben der Verbrannte rum, ne? Also Vorsicht. Ich hab eine Ratte abgeschossen. Achso, ach, da hinten meinst du, ja. Meinst du, der war Level 6 und so. Meine Lagerkiste, kann ich tatsächlich da Sachen reinpacken? Guck mal. Achso, okay. Gar nicht so verkehrt, ne? Nicht verkehrt. Das läuft also wieder einer unsichtbar über die Karte und schleppt die ganze Zeit unser Zeug von Kiste zu Kiste, damit wir überall drauf Zugriff haben. Ja. Guck mal, ich habe auch eine Haarklammer, sehe ich gerade. Wo hab ich die denn jetzt her? Das weiß ich nicht. Aber warum hat er mir denn eben gesagt, ich habe keine? Das weiß ich ebenfalls nicht. Auf jeden Fall wird hier ordentlich geballert, weil irgendwie sind hier ziemlich viele Leichen. Also hier respawnen wahrscheinlich demnächst viele, viele neue Verbrannte. Das ist doch gut. Es gibt schöne EP-Punkte. Mhm. Also in Richtung Haus bin ich schon mal. Alles klar, hier ist auch die Kiste, die wir besuchen.
So. Und jetzt muss man sich das wahrscheinlich noch anhören, ne? Ja, hör dir den Tagebucheintrag an. Ja. Guck mal, man kann auch in Kommoden Sachen reintun. Ja, kannst du, aber die werden ja nicht übertragen. Ich bin zu Hause. Ach so. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ah, jetzt verstehe ich. Ich konnte mir nicht frei nehmen. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr hören werdet. Aber ihr fehlt mir. Es fehlt mir, wie Papa Aufsätze auf dem Wohnzimmertisch benotet hat. Mir fehlt, wie wir drei uns in das Radio gedrängt und safe. Leer. Papa, hast du bestimmt schon wieder leer gemacht, ne? Unter der Erde anging. 25 Jahre mit denselben Leuten eingesperrt zu sein, war eine Herausforderung. Aber wie sie zusammenkamen, geheiratet haben, Kinder kriegten. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dem mitbekommen, was du und Mama mir immer gesagt haben. Tja, da ich sowieso schon diese Reise in die Vergangenheit unternehme, wäre vielleicht ein Spaziergang zur alten Highschool angebracht. Okay. Also mir hat sie gerade gesagt, wir müssen zur alten Highschool. Gefühlt irgendwie noch mal 1000 Kilometer weg ist. Die ist übrigens in der Nähe vom Flughafen. Ist noch da? Hörst du mir noch zu? Hallo? Ja. Okay. Ja, ich habe jetzt auch das Ding hier gerade. Ach so. Schluck trinken zwischendurch. Ach, meine Güte. Schluck. Unverfiltrat mit Geschmack eingießen hier. Ich sag ein bisschen mal eben einen Schluck Uferfiltrat mit Geschmack eingießen. Oh, ich hab Jagdgewehre gekriegt. Es wird mir gerade kalt. Einkaufsliste. Ich habe einen zweiten Eintrag an. Das ist die Geschichte, glaube ich, mit dem Flughafen. Also eigentlich musst du dir eigentlich... Da ist der zweite Eintrag, jetzt habe ich ihn. Also du musst ja eigentlich nur die ganzen Sachen anhören, die so ein Sternchen haben. Ein Punkt. Ja. Den falschen zuerst angehört. Okay. Wie kommt man da rein? Das links hoch. Weil das ist doch eine Dings. Wie eine. Wie heißt das? Eine kleine Basis. Ja, genau. Wo aber überhaupt nichts mehr zu finden ist. Einen habe ich noch umgebracht gehabt, aber. Okay, das war also so eine wahrscheinlich Rettungsstation. Und dann haben sie sich alle aber alles verstrahlt und alle sind tot und alle sind scheiße.
Alle sind scheiße? Ja, wahrscheinlich. Ich kenne die jetzt persönlich nicht, aber ich vermute es einfach mal. Der Kirsche. Nichts los in der Kirsche. Weltuntergangsparty. Weltuntergangsparty, Getränke selber mitbringen. Bring Bier und Bomben mit. Du musst einen Screenshot von machen. Hast du hier auch so ein Dieten? Nee, ich habe aber noch ein Holo, das ich abspiele. Achso. Von ihm hier kam gerade so und so weiter. Er schießt es erstmal kaputt. Nee, ist noch halb. Ja, taktische. Ah, jetzt will ich ja, so gut. Taktische Bewertung. Okay. Stahlschrott. Yeah. Finde den nächsten Tagebucheintrag in der Morgantown High School. Ja, die ist fürchterlich weit weg. Jetzt so ein schönes Auto hier, ne? So ein Autowagen. So, der schwer ist noch. Und so ein richtig schöner Autowagen. Oh, war feines so. Hier ist auch irgendwie so eine aufgespießte Leichen und so. Also. Hier ist auch irgendwie so eine aufgespießten Leichen. Ja, ich so eine Station, so eine. Wie so eine Rettungsstation, also in Fallout 4 hießen die Raider-Stationen, aber ich schätze mal, Raider gibt's hier noch nicht. Oh, Station abgeschlossen. Herausforderung, ich bin Stufe 6. Yeah! Ach, hier ist wieder eine meine Kiste. Und ein Händler. Hier ist eine meine Kiste. Hier ist ein Tauschbot. Kann man hier was tauschen? Hat der was? Der hat da was. Oh, der hat einen, der hat eine Menge Zeug. Ja. Oh. Ich wollte die Kiste öffnen und schieße auf sie. Ja? Stufenaufstieg. Du hast ein ungeöffnetes Skill, möchtest du diese jetzt öffnen? Ja! Ja! Kaugummi wieder, geil. Mal gucken, was jetzt kommt. Als Mumien getarnte Grabräuber arbeiten im Verband. Ich versuche hier mal so ein bisschen zu handeln. Luck. Nein.
Ach, man kann auch die Ränge erhöhen. Ja, das habe ich auch schon irgendwie gesehen. Ich habe zwar noch nicht mich drum gekümmert, wie, aber... Aber nur bei einigen Karten, die das auch A zulassen und B... Noch nicht, irgendwie nicht alle. Ah, ich weiß, wie es geht. Okay. Wenn du zweimal die gleiche Karte hast, kannst du zwei Karten benutzen, um eine bessere Karte zu erschaffen. Das macht natürlich Sinn. Weil ich habe mir nämlich eben eine, ich habe eine doppelte Gabe und habe ich schon gewundert, was soll man denn mit der doppelten? Sie irgendwie auch nicht irgendwie wegschmeißen oder so. Ich habe doch das Campfire? Nee, hatte ich nicht doppelt. Doch, habe ich zweimal. Jo, schön. Mhm. Kaufst du gerade Sachen? Ja, ich guck gerade, was ich hier so alles kaufen kann. Aber ich will ehrlich gesagt mein teures Geld nicht dafür ausgeben, was er hier so alles hat. Bleistift nehmen. Gerne, danke. Abgenutztes Klemmbrett nehmen wir auch. Vielen Dank. Kann man hier auch Sachen verkaufen? Ja, kannst du auch. So. Ich wünsche eine gute Fahrt. Ja, danke. Ist das eine Bahnstation gewesen hier? Ja, Schienen liegen hier auch in irgendeiner Form und Weise. Oh, hier sind Kronkorken drin gewesen. Hast du die gesehen? Wo? Im Mülleimer im Grün? Nee. Oh, hier ist ein Munitionsautomat. Falls du Munition noch kaufen musst. Vor der Tür direkt. Okay. Hier kann man auch noch mal Sachen herstellen. Laborstation. Ja. Ja. 27. Und hier direkt neben und auf der hinten rum ist quasi auch noch der Verkaufsautomat für Medizin. Jetzt meine Jacke wählen. Ich bin noch mal ganz kurz auf K. Okay. Ich warte.
Zoom wieder da. Horrible. Ja. So, jetzt, genau, jetzt kann ich eine größere herstellen. Okay. Ich habe das jetzt gerade gecheckt mit dem größere Karte herstellen und so. Ja. Jetzt muss ich aber... Achso gut, die Munition muss man dann bezahlen, naja. Will ich ja nicht. Oh, Superkleber im Mülleimer, auch nicht schlecht. Ah, Mann. Geh doch dahin. Plastikgabel. Den darf ich nicht. Wo bist du denn schon wieder ganz? Ich bin nur zur Seite gegangen. Hey. Hey. Freu. Ach. Okay. Agility fehlt mir noch. Kann ich jetzt hier einmal irgendwas reparieren? Das ist nur herstellen. Also ich muss sagen, für die 2 Euro, die ich bezahlt habe, wird mir extrem viel geboten hier. Ja, gut, aber ist auch nur für die Beta-Zeit. Ich weiß. Das ist ja viele. Da muss man immer bedenken. Aber gut, wenn man sich jetzt, wenn die Beta tatsächlich so umfassend ist, dass es eine riesige Story auch noch umfasst. Momentan glaube ich, ist es nicht die ganze Story, die es umfasst. Denke ich mal nicht. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es so ist. Hoffst du? Ja, könnte natürlich sein, aber glaube ich nicht. Wir sind auch, wir müssen eine. Oh, ich muss mal kurz was trinken. Sehe ich. Und ich muss eigentlich ganz dringend auf Toilette, aber in real. Ja, dann mach doch, da war ich gerade. Ja, oh, toll. Hättest du was gesagt, hätte ich eine Gesamtpause gemacht. Okay, dann mache ich mir eben kurz Pause und bin gleich wieder da.